Hallöchen, ich bin AC Player und das ist die 10. Folge von Crash Bandicoot 3 Remake. Wir sind im 3. Warp Room und sammeln jetzt Relikte. Wir haben eigentlich Edelsteine, fehlen uns noch 10 Stück. Aber wir haben ja erstmal alles, was wir sammeln konnten. Level Nummer 13, High Time. Oh ja, oh ja, das wird hier auch lustig. Wir spielen, wie gesagt, auf Zeit, um weitere Levels im 6. Warp Room zu den Zugang freizuschalten. So, mal schauen, wie uns hier das gelingt. Nicht so gut. Eieiei. Was mache ich denn? Oh, und schon wieder unnötig Zeit verschwenden. Das war gerade eben so gut. Mann, unnötig. Unnötig. Wow. So, weiter geht's. Unnötig wieder. Falsch berechnet. So, und da ist schon das Ende. 1:10. Nur blau. Eieiei. Das ist gar nicht so einfach. Naja, aber die Hälfte in diesem Warp Room jetzt haben wir es hinter uns. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich glaube, es kommt jetzt wieder so ein Motorrad-Level. So, Nummer 14, Road Crash, jawohl. So, hier ein Leben zu verlieren ist eigentlich unmöglich. Hier müssen wir einfach nur es schaffen, den Timer zu schlagen. Probieren wir mal. Ich bin da ziemlich zuverlässig, dass es klappt. Hauptsache nicht in ein Loch fahren und dann wird es. So. Also man muss sich schon gut konzentrieren hier, wenn man gute Zeit haben möchte. Weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Kisten da gekriegt habe. Oh nein. Oh nein!
Komm schon. Na ja, gut. Ich glaube, Gold kann ich mir hier jetzt abschminken. Ich glaube. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ja. Leider. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zum Warp Room und dann noch ein Level. Noch ein Level und dann haben wir. Und dann haben wir. Den dritten Warp Room zu 100%. Da haben wir auch alle Relikte, alle Edelsteine und alle Kristalle. So, Double Header. Das nächste Level, mittelalterlich, wird es hier sein. Und wieder auf Zeit. Und hier müssen wir aufpassen auf diese großen Gegner. Die können uns ganz schnell mal irgendwo gegen die Wand schleudern. So, dann probieren wir mal. Ich glaube, diese Möglichkeit gab es im Original nicht. Oh, toll. Wo man eben auf dieser Mauer laufen konnte. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Schon zu lange her, wo ich das gespielt habe. Mann, ich verpasse hier jetzt die Sekunden. Egal. Weiter. Weiter geht's. So, diese TNT-Kiste da hinten hat uns diese eine Kiste mit der Zeit eingefroren. Ah, die nehme ich. Dich nehme ich noch. Nein! Das gibt's doch nicht! Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so blöd sein? Schlimm. Nicht stehen bleiben. So, und da ist schon das Ende. Eine Minute, eine Sekunde Gold für uns. Puh. So, Warp Room Nummer 3 zu 100% abgeschlossen. Gehen wir gleich zum Warp Room Nummer 4, wo wir die 5 andere Edelsteine, nicht Edelsteine, Relikte sammeln werden.
Hoffentlich wird es auch was. Keine große so Wiederholungsrate. So. Das heißt, der dritte Level im sechsten Warp Room steht gerade für uns offen. Da gehen wir aber noch nichts. Noch nicht. Sphinxinator. Da bin ich jetzt gespannt. 1 Minute 42 brauchen wir, um hier blauen Relikt zu bekommen. Da bin ich jetzt echt gespannt. So, wir gehen nach rechts. Ich weiß gar nicht, ob es links schneller wäre. Toll. Ah, ich konnte laufen. Ich konnte weiterlaufen. Wir rennen weiter. Ich habe gedacht, jetzt wird es mich erwischen, aber doch nicht. So, weiter, weiter, weiter. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Uka, 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 Akku, Akku. Und da ist das Ende. 1 Minute 14, das heißt halbe Minute schneller, wie es erforderlich war. Und nur Gold, wie ihr seht. Das heißt, man konnte es noch viel schneller schaffen. Aber wenigstens haben wir das hier. Jetzt gehen wir dann zum zweiten Level. In dem vierten Gebiet. Crash Dance und dann gehen wir mal zum Level Nummer 17. Schauen wir mal, was da uns erwartet. Bye bye Blimps. Was brauchen wir? 49 Sekunden und hier wird der Timer gestoppt, wenn wir diese Flugschiffe, Luftschiffe zerstört haben. Bevor wir aber anfangen damit, müssen wir hier diesen Timer nehmen. So. So, einer. Zwei. Drei. Gibt's ja sieben, gell? Na komm schon. Ich weiß ja gar nicht, ob es hier... Hau ab, Mann. Und da ist noch einer. Der letzte. So, 40 Sekunden. Reicht ja aus. Mehr brauchen wir nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob es hier Kisten gibt, die die Zeit einfrieren. Oder ob man einfach, oder ob das, wie schnell wir sind, einfach an unserer Strategie liegen, wie wir anfangen und wie wir uns dann weiter bewegen.
So, Coco Dance. Und jetzt gehen wir zum weiteren Level, wo wir... Das spielen wir auch mit Coco. Tell No Tales. Oioioioioioi. Du weißt nicht weiter. Folge dem gelben Pfeil oben auf dem Bildschirm. Das hier jetzt auf Zeit zu spielen. Ich weiß es nicht. Könnte knapp sein. Je nachdem. Wow. Ich fahre jetzt einfach nach vorne. Ich guck einfach nur, dass ich vorwärts komme. Sammle halt das, was ich hier sehe, was es zum Einsammeln gibt. Und jetzt verpasse ich schon die erste wichtige Kiste. So, danke. Oh, eine Maske, das ist nicht schlecht. So, und hier noch. Wow, ich war in falsche Richtung. Ich bin doch dämlich, ich bin sowas von dämlich. Ich tue die Akku-Akku-Masken gar nicht verlieren. Ich gebe sie einfach ab. Ich verzichte auf die Akku-Akku-Masken, weil sie dämlich sind. Weil sie erwischte mich, nein. So, man könnte nach rechts gehen, aber ich weiß nicht, was ich da einsammeln kann, ob ich da überhaupt noch was einsammeln kann. Verdammt. Das weiß ich nicht. Deswegen werde ich auf diesen Weg dort verzichten. So, jetzt komm. Probieren wir nochmal. Hau ab, du Vogel. Ja, aber jetzt bin ich 2 Sekunden schneller wie vorhin. Beziehungsweise vorhin habe ich die 2 Sekunden dann nicht eingesammelt, wo die Zeit eingefroren hätte. Jetzt habe ich's. Na, jawohl. Ich hab's gewusst. Habe es gewusst. So, jetzt habe ich wieder keinen Schutz mehr. So. Alles Roger. So, da ist eine Maske. Gut. Müsste jetzt schon gleich das Ende sein. Wow, langsam. Na, da ist ein Hai. Hi. So, und da ist schon das Ende. Ich hoffe, es reicht hier. 1 Minute 25 Gold. Perfekt. Wow. Naja, erst beim zweiten Versuch hat es geklappt. Also.
nicht so ganz einfach, wie es scheint. So, bleiben noch zwei Levels hier im vierten Warp Room. Und das erste von den zwei ist, glaube ich, sogar noch wieder Motorrad, kann das sein? Nein, Future Frenzy. Oh je, diese futuristische Level, die mag ich überhaupt nicht. Die mag ich am wenigsten, sagen wir mal so. Sie sie gar nicht mag, stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht so. So, dann probieren wir mal. Toll, wunderbar. Habe ich jetzt hier wahrscheinlich sehr viel Zeit eingespart. Toll, wunderbar. Ich habe eine andere Idee, wie ich das hier machen könnte. Verdammt! Wie kann man gegen eine Nitro-Kiste gehen? Ist doch echt nicht ganz... So. So, jetzt. Huh. Schauen wir mal weiter. Toll, super. Akku bekommen und gleich verloren. Oh, da ist noch einer. Jetzt hätte ich drei. Jetzt hätte ich drei Akku-Masken. So. Ah, jetzt muss ich warten. Verdammt, komm schnell, schnell, schnell. Ah, Mann. Komm, komm. Wow. Ich habe keine Akku-Maske. Ich muss aufpassen. Eine Minute 34. Reicht aus, gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles Roger. Jetzt gehen wir noch zu Tomb Raider. Das letzte Level im vierten Warp Room und dann haben wir vier Levels im sechsten frei oder offen. Und das heißt, da haben wir auch Future Frenzy offen. Und das heißt, wir können dann die restlichen zwei Edelsteine von hier sammeln. Und das wiederum heißt, dass wir dann in allen fünf Warp Rooms die Edelsteine schon haben. Also, versteht ihr? Dann bleiben nur noch die Edelsteine vom sechsten Warp Room und die Relikte vom fünften Warp Room übrig. Und natürlich dann vom sechsten. Teilweise, weil teils schaffen wir diese Levels hier schon. Oh Mann, diese Gegner. Komm runter mit dem Wasser.
und da, und da, und da, und da. Och, bin ich dämlich. Bin mal gespannt, ob ich das hier schaffe beim ersten Mal. Den Relikt zu bekommen, meine ich. Wow. Ah. Bisher habe ich hier unnötig Zeit verloren, schon genug sogar. Naja, komm, 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 komm. Vielleicht schaffen wir es. Nein, wir schaffen es nicht. Oh, von vorne. Komm, schneller, 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 schneller. Oh Mann. Mit dem Wasser, das regt mich hier auf, wenn man das auf Zeit spielt. Nein! Nein, ich schaff's nicht. Verdammt. Also es ist schon nervig, ein bisschen mit dem Wasser hier. Eben vor allem, wenn man das auf Zeit spielt. Ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist oder ob das tatsächlich so war, aber ich glaube, im Original gab es ja, war das Wasser ja viel länger oben wie hier. Aber kann sein, dass ich mich irre, ich weiß es nicht. Nein! Ich hab das... Oh nein! Das gibt's doch nicht. Naja, probieren. Oh. Aber wir spielen auf Zeit, wir verlieren keine Leben. So, jetzt habe ich's. Wird mir eh nichts bringen. Nein. Gott, ich war schon so weit. So, weiter, weiter. Wunderbar. So, jetzt habe ich zweimal Uga Buga. Das nehmen wir. Jetzt ganz einfach mal in ein Loch reinfliegen. Muss mal aufpassen. Oh nein. Aber jetzt komm. Das Wasser steigt nicht. Das heißt, ich kann durchrennen. Super. Ist aber schnell. Ich weiß nicht, wie lange das so sein wird. Da ist schon das Ende. Super. 1 Minute 37. Gold. Nur Gold. Hab gedacht, ich habe mir ein bisschen mehr verdient.
Aber wenn das nur Gold ist, dann gehen wir wieder zurück zum Warp Room und als nächstes werden wir spielen Future Frenzy auf alle Kisten und dann noch dieser Geheimweg, wo wir am Ende den Edelstein bekommen. Crash Dance. Warp Room Nummer 4 zu fast 100% abgeschlossen. Wie gesagt, Future Frenzy fällt noch. So, da müsst ihr gucken. Level 28 Area 51 ist offen und Level 29 ist Future Frenzy. Spielen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.